Also die Baumliste ist im Grunde die effektivste Möglichkeit, um sich Daten, Zahlen, Fakten in einer chronologischen Reihenfolge zu merken und jederzeit natürlich auch bei Bedarf abrufbar zu haben. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Das ist der erste Teil von wahrscheinlich 4 oder 5 Teilen, die ein spezielles Thema wieder haben werden. Und ich sage auch gleich, worum es geht. Wir merken uns in den nächsten Podcast-Folgen, die jetzt heute am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, denk mal, bis Sonntag haben wir alles durch, hier veröffentlicht werden, die 8000er, die Reinhold Messner alle bestiegen hat. Es sind insgesamt 14 Stück mit recht eigentümlichen Namen. Zunächst einmal merken wir uns, in welcher Reihenfolge er sie bestiegen hat. Wir merken uns die Namen. Wir merken uns dazu dann auch entsprechend die Höhe der jeweiligen Berge und dann noch ein paar Hintergrundinformationen, was es über diesen Berg sonst noch zu wissen gibt. Warum machen wir das? Die einfache Antwort ist, weil wir es können. Die zweite Antwort ist, weil mich Elke, einer unserer Speed Learning Coaches in Ausbildung, gefragt hat, wie man sich das merken kann. Und anhand dieses Beispiels kann man wirklich sehr schön aufzeigen, wie man sich komplexere Sachverhalte aus dem Bereich der Geografie merken kann. Denn alleine sich die Namen zu merken, ist schon eine Herausforderung für den einen oder anderen. Aber das dann auch noch mit der richtigen Größe des Berges und mit entsprechenden Hintergrundinformationen zu verinnerlichen und das im besten Fall innerhalb von 4 Tagen so drauf zu haben, dass man es frei im Rahmen eines kleinen Vortrages rezitieren könnte, das ist natürlich etwas, das wieder einmal beweist, wie diese Techniken funktionieren, wie effektiv. Denn es geht ja beim Speedlearning nicht einfach nur darum, eine Techniksammlung zu demonstrieren, denn dann wäre ja Lernen wie das Blütenpollensammeln einer Biene. Das ist es auch. Und das Ziel ist ja keine Blütenpollensammlung, das Ziel ist Honig. Das heißt, wir wollen nicht einfach nur Techniken lernen, die man irgendwie verwendet, sondern es soll am Ende eine runde Sache bei rauskommen. Das heißt, wir wollen langfristige, nachhaltige Ergebnisse. Wir wollen für jede Lernsituation individuelle Lernkonzepte schaffen und nicht irgendwie nur eine schnelle und schmutzige Technik, mit der man mal eben irgendwas merkt, sondern es soll tatsächlich eine Wirkung haben. Man soll einen Aha-Effekt haben und man soll mit dem, was man erlebt, einen Bezug und einen Übertrag zu anderen Themen herstellen können. Das ist Punkt 1. Und dann bin ich sehr froh, dass wir jetzt die zweite Staffel unserer Speed Learning Show, die Liebe zum Lehren, freigeschaltet haben an der Speed Learning School auf der Website speedlearningschool.de. Jeder, der da schon ein Abo hat, der hat ab sofort Zugriff auf die zweite Staffel. In der ersten Staffel ging es so ein bisschen um die innere Einstellung des Lehrenden und jetzt hat unser Speed Learning Coach Martina Messelhäuser, die ihr auch hier aus dem Podcast schon kennt, nochmal die Inhalte des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken entsprechend filmisch aufbereitet und so die wichtigsten Inhalte aus dem Buch für euch zusammengefasst in 5 kleinen und gut verständlichen Videos. Also schaut es euch gerne an, ist quasi die nächste Fortsetzung und wir arbeiten gerade an der dritten Staffel. Da wird es dann darum gehen, wie man die Schulbücher innerhalb kürzester Zeit bearbeitet und die Inhalte tatsächlich auch so verinnerlicht, dass man sie abrufen kann. Wir rechnen pro Buch quasi ein Video von 10 Minuten, in dem wir demonstrieren, wie man sich die Inhalte merken kann. Okay, doch kommen wir jetzt zu der Technik, wie man sich die 8000er merken kann, die Reinhold Messner bestiegen hat. Und ich fange heute einmal mit der Technik an, wie man sich überhaupt die chronologische Reihenfolge merkt und entsprechend die Namen. Das ist das Ziel
für die heutige Podcast-Folge. Wir werden dann am Ende dieser Podcast-Folge das natürlich noch nicht manifestiert haben, aber wir haben den ersten Impuls gesetzt. Und wenn ihr dann diese Podcast-Folge bzw. diese Übungen, die ich euch vorstelle, für den weiteren Tagesablauf immer so im Abstand von 1 bis 2 Stunden für euch wiederholt, dann werdet ihr am Ende des Tages diese 14 8000er drauf haben und seid dann bereit, morgen die entsprechenden Höhen der jeweiligen Berge entsprechend zuzuordnen. Okay, zunächst einmal ist das Erste, was wir brauchen, die Baumliste. Also eine Liste, ein Ablagesystem, auf dem wir die Fakten ordnen können. Und zwar braucht dieses Ablagesystem, weil wir ja 14 8000er haben, mindestens 14 Ablagepunkte. Und die Baumliste, da sie ja in der Basisversion bis 20 geht und in der erweiterten Version bis 100.000, haben wir natürlich hier als gute Möglichkeit. Die Baumliste werde ich jetzt im Detail nicht mehr erklären. Jeder, der diesen Podcast regelmäßig hört, kennt die Baumliste. Jeder, der ein Abo an der Speed Learning School hat, kennt die Baumliste. Jeder, der mein Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken hat, kennt die Baumliste. Jeder, der mein Buch Speed Learning für bessere Noten hat, kennt die Baumliste. Jeder, der mich irgendwo schon mal beim Einkaufen, beim Karate oder in der Sauna getroffen hat, kennt die Baumliste. Die Baumliste ist einfach die Basis von allem. Wir haben hier 20 Symbole, die wir mit den Zahlen von 1 bis 20 verknüpfen, und ich werde einfach nur die Symbole vorstellen und nicht mehr darauf eingehen, wie man sich die Baumliste an sich merkt. Wer dazu Informationen haben möchte, der schau bitte an der Speed Learning School in dem Bereich Speed Learning. Da findet ihr wirklich die Baumliste, die Körperliste, die Loki-Liste, die Routenliste. Ihr findet alles. Und da, ja, ansonsten gibt es noch das 30-Tage-Training für das perfekte Gedächtnis. Auch dort könnt ihr diese Baumliste kennenlernen. Und also, ja, wer mit Speed Learning sich beschäftigt und die Baumliste nicht kennt, der ist entweder jetzt zum ersten Mal bei dieser Podcast-Folge oder hat die restlichen Folgen in einem Erdloch auf den Lofoten gelebt und sich von allem isoliert. Deswegen kürze ich das an der Stelle ab. Gut, was brauchen wir jetzt also? Wir haben die Baumliste. Ich nenne nur der Vollständigkeit halber kurz die ersten 14 Symbole. Das wäre der Baum für die 1, die Kuchengabel für die 2, der Baum für die 1, die Zwillinge für die 2, die Kuchengabel für die 3, das Auto für die 4, die Hand für die 5, der Würfel für die 6, der Zwerg für die 7, die Achterbahn für die 8, der Regenschirm für die 9, die Bibel für die 10, der Fußball für die 11, der Geist für die 12, die schwarze Katze für die 13 und das Herz für die 14. Soweit so klar. Jetzt gehe ich ins Internet und gebe im Grunde ein. Stelle fest, dass das Internet hier gerade nicht funktioniert. Wir haben gerade mit dem Speedport der Telekom ein Riesentheater. Deswegen dekonnektiere ich mal das Internet. Mache mit meinem Vodafone-Handyvertrag einen persönlichen Hotspot. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass ich jetzt über einen Vodafone-Hotspot in einem Büro, das von der Telekom versorgt wird, meinen Internetzugriff aktiviere. Es ist unglaublich. Ja. Also Speedport. Wenn mir der Name Speed nicht so gefallen würde, dann hätte ich schon längst die Telekom gekündigt. Und ich habe da jetzt schon so oft angerufen, allein diese Woche, 5-mal. Und jedes Mal soll ich den Router neu starten, den Stecker rausziehen. Ganz ehrlich, das wurde mir vor 30 Jahren auch alles gesagt. Okay, da sind wir. Gut, gucken wir nochmal, ob es jetzt geht. Ja, wunderbar, das sieht gut aus. Also, ich habe jetzt die Seite Wikipedia aufgerufen. Und zwar die Seite von Reinhold Messner. Und hier sieht man jetzt verschiedene, die Namen seiner Besteigungen, der 8000er. Und einfach, damit du jetzt mal den Unterschied merkst, ich nenne dir jetzt die Namen der
Berge, die er bestiegen hat, der 8000er. Und stopp einfach mal diesen Podcast und nimm dir eine Stunde Zeit, um dir die Namen zu merken. Einfach so zum Spaß. Ja? Also, der erste war der Nanga Parbat. Der zweite Manaslu. Der dritte Gasherbrum. Und zwar Gasherbrum 1. Dann haben wir den Mount Everest als viertes. Als fünftes den K2. Dann haben wir als sechstes den Shisha Pangma. Als siebtes den Kangchenzönga. Als achtes den Gasherbrum 2. Dann haben wir den Broad Peak. Als neunten den Cho-Oyu als zehnten. Nummer 11 Annapurna. Dann haben wir als 13. Als 12. haben wir Daulagiri. Den Daulagiri. 13 Makalu. Und 14 den Lhotse. Stopp jetzt einfach mal an dieser Stelle und nimm dir eine Stunde Zeit und versuch dir einfach mal diese 14 8000er in genau der Reihenfolge zu merken. Quelle Wikipedia, Seite von Reinhold Messner, alles ganz entspannt und dann ja, hören wir uns in einer Stunde wieder. Gut, jetzt zum Vergleich. Wir stellen uns jetzt also diese Baumliste vor und legen die Namen der 8000er auf dieser Baumliste ab. Und dazu verwenden wir eine Kombination zwischen der Baumliste und der Assoziationstechnik. Das bedeutet, wir lassen uns ein Bild entstehen, bei dem das Symbol der Baumliste in Verbindung mit einer Assoziation, die durch den Namen des Berges entsteht, verknüpft wird. Also, Nanga Parbat. Ich stelle mir vor, auf dem Baum, Symbol 1 der Baumliste, sitzt so ein Manga-Männchen und hat ein paar Batterien in der Hand. Also ein Manga-Männchen hat ein paar Batterien in der Hand. Nanga Parbat. Dann haben wir die Zwillinge, Nummer 2 auf der Baumliste. Ich stelle mir vor, dass die Zwillinge etwas essen. Der eine Ananas und der andere ein Slush-Eis. Dann die Kuchengabel. Bei der Kuchengabel hatte ich ursprünglich den Hidden Peak. Aber das ist wohl der Gasherbrum 1. Also, Hidden Peak wäre, ich verstecke mich und peak jemanden mit der Kuchengabel. Gasherbrum, ich stelle mir vor, dass ich mit einer Kuchengabel, die mit Gas betrieben wird und deswegen ein brummendes Geräusch macht, einmal jemanden pieke. Gasherbrum. Dann haben wir 4, der Mount Everest. Das Symbol für die 4 ist das Auto. Ich stelle mir einfach vor, wie ich mit dem Auto den Mount Everest hochfahre. Das ist relativ einfach. 5, die Hand. Ich stelle mir vor, hier der Berg K2. Ich stelle mir vor, dass Jesus mit beiden Händen gekreuzigt wurde. K für die Kreuzigung und 2 Hände. Also, das Bild mit dem Baum, also dem ersten Symbol, ist ein Manga mit ein paar Batterien. Dann haben wir die Zwillinge. Eine ist Ananas, der andere Slush-Eis. Dann haben wir die Kuchengabel, entweder Hidden Peak oder Gasherbrum 1. Also mit Gas betrieben und brummt.
Dann haben wir das Auto, damit geht es auf den höchsten Berg der Erde, der Mount Everest. Und dann die 5K2, also die entsprechenden, die Hände. Dann Nummer 6, ein Würfel. Ich stelle mir vor, ich bin beim Würfelspiel und rauche eine Shisha und neben mir spielt jemand Panflöte und das ist meine Ma, die da quasi neben mir Panflöte spielt. Dann Nummer 7, der Zwerg. Der Zwerg hat ein kleines Kaninchen und das wird angezündet. Dann haben wir die 8, die Achterbahn. Und da stelle ich mir vor, der Wagen der Achterbahn, der wird auch mit Gas betrieben und der kommt um die Ecke und wie er so herkommt, brummt der und der brummt zweimal. Dann haben wir den Regenschirm. Mit dem Regenschirm, da nehme ich Brot und piekse dort rein. Und dann haben wir die Bibel, Nummer 10. Und die beiden ersten Menschen der Bibel waren nicht Adam und Eva, sondern Joe und Oyu. Joe und Oyu. Also, nochmal. Erstes Bild der Baumliste. Der Baum. Ich stelle mir eine Manga-Figur vor. Und diese Manga-Figur hat ein paar Batterien. Die Zwillinge essen Ananas und Slush-Eis. Mit der Kuchengabel. Die ist mit Gas gefüllt und brummt. Und da kommt die vorbei. Ein Hidden Peak einmal. 4, mit dem Auto fahre ich auf den höchsten Berg der Erde. 5, Jesus wird mit beiden Händen gekreuzigt. 6, beim Würfelspiel bin ich in der Shisha-Bar und nebendran spielt jemand Panflöte und das ist meine Ma und meine Mama. Dann 7, ich denke an ein Kaninchen und das wird angezündet. 8, ich denke wieder an einen Wagen, der mit Gas betrieben wird und er kommt her und brummt zweimal. Dann 9, der Regenschirm, damit nehme ich Brot und piek rein. Und 10, die beiden ersten Menschen auf der Welt waren Joe und Oyu. So, dann habe ich noch den Fußball, Nummer 11. Ich stelle mir vor, Anna spielt Fußball und zwar spielt sie pures Fußball. Anna spielt pures Fußball, sonst nichts. 12, das Gespenst, das jault und begeht Harakiri. Also es jault und begeht Harakiri. Dann habe ich die schwarze Katze, die hat eine Macke, weil sie aussieht wie ein Luchs. Eine Macke und sieht aus wie ein Luchs. Und 14, das Herz, als Symbol für den Valentinstag. Reinhold Messner liebte die Schülerlotsen, weil sie immer dafür gesorgt haben, dass die Wege zum Gipfel frei waren. Also, gehen wir nochmal durch. Symbol für die 1, der Baum. Eine Manga-Figur hat ein paar Batterien. Die Zwillinge essen Ananas und Slush-Eis. Die Kuchengabel, die hat Gas und wenn sie so herkommt, dann brummt sie einmal. Dann das Auto. Mit dem Auto fahren wir auf den höchsten Berg der Erde. 5. Jesus wird mit beiden Händen gekreuzigt. 6. In der Shisha-Bar spielt jemand Panflöte nebendran und das ist meine Mama. 7. Die 7 Zwerge haben ein kleines Kaninchen und das wird angezündet. Dann 8, in der Achterbahn der Wagen, der hat auch, wird mit Gas betrieben und er kommt und her und brummt zweimal. 9 mit dem Regenschirm, da steche ich ins Brot, nehme ich Brot und piek rein. 10, die beiden ersten Menschen in der Bibel waren Joe und Oyu. 11, die Anna spielt puren Fußball. 12, das Gespenst jault und begeht Harakiri. 13, die schwarze Katze hat eine Macke, weil sie aussieht wie ein Luchs. Und 14, das Herz, die große Liebe Reinhold Messners war zu den Schülerlotsen. So, und jetzt
eine kurze Pause, halte diesen Podcast an und wiederhole diese 14 Bilder so lange, bis du sie entsprechend abrufen kannst. Und wenn es nicht so einfach ist, dann geh nochmal zurück und mach das Ganze nochmal neu. Also wiederhole sie einfach nochmal, schau mal, wie viel du schon zusammenkriegst. Und dann verrate ich dir gleich die Auflistung, die Auflösung der jeweiligen Namen der Berge. So, also wenn du jetzt die 14 Bilder zusammen mit der Liste hinbekommen hast, dann kann ich dir jetzt die Auflösung sagen. Und wenn du der Meinung bist, dass der Aufwand viel zu groß ist, dann beende an dieser Stelle den Podcast und nimm dir nochmal eine Stunde Zeit und merk dir diese 14 Berge einfach mal so. Und guck mal, wie gut das klappt, wie viel du davon morgen noch zusammenbekommst. Falls du das nicht möchtest und offen bist für eine neue Technik, dann kommt jetzt hier die Auflösung. Also, der Baum, der ist ein Manga drauf und hat ein paar Batterien und der Berg heißt Nanga Parbat. Nanga für Manga und Parbat für ein paar Batterien. Dann, die Zwillinge haben Ananas und Slush-Eis Manaslu. Manaslu. Mana für Ananas und Slu für Slush-Eis. Die Kuchengabel wird mit Gas betrieben und wenn sie herkommt, dann brummt sie einmal. Gasherbrum 1. Gasherbrum 1. Mit dem Auto fahre ich auf den höchsten Berg der Erde, das ist der Mount Everest, also Mount Everest. Jesus wird mit beiden Händen ans Kreuz genagelt. K2. K für Kreuzigung und 2 für 2. 6 beim Würfelspielen sitze ich in der Shisha-Bar. Neben mir spielt jemand Panflöte. Das ist meine Mama. Shisha Pangma. Shisha Pangma. Dann haben wir 7, ein kleines Kaninchen. Das wird angezündet. Kangchent Zönga. Kangchent Zönga. Dann haben wir die 8, der Achterbahnwagen wird auch mit Gas betrieben, kommt um die Ecke hergefahren und brummt zweimal. Gasherbrum 2. Gasherbrum 2. Mit dem Regenschirm, da nehme ich Brot und Peak rein. Broad Peak. 10. Die ersten beiden erwähnten Menschen in der Bibel waren Joe und Oyu. Joe Oyu. Der nächste Berg. Joe Oyu. 11. Anna spielt Fußball und zwar pures Fußball. Annapurna, der nächste Berg, Annapurna. Dann das Gespenst jault und begeht Harakiri. Daulagiri ist der 12. Berg, Daulagiri, Daulagiri. Dann haben wir 13, die schwarze Katze hat eine Macke, weil sie aussieht wie ein Luchs. Makalu, Makalu. Und 14, das Herz von Reinhold Messner schlug für Schülerlotsen. Lotse war der 14. Berg. Hier nochmal die Liste. 1, Nanga Parbat. 2, Manaslu. 3, Gasherbrum 1. 4, Mount Everest. 5, K2. 6, Shisha Pangma. 7, Kangchent Zönga. 8, Gasherbrum 2. 9, Broad Peak. 10, Cho Oyu. 11, Annapurna. 13, Daulagiri. 14, Makalu. Und 15, Lotse. So, und jetzt wiederhole diese Liste so lang, bis du sie dir merken kannst. Mithilfe der Baumliste und der Assoziationstechnik. Und morgen werden wir dann die entsprechenden Höhen der Berge dazu merken. Und das wird ziemlich einfach werden.
Und wenn du mehr von solchen Techniken möchtest, dann geh schon mal auf speedlearningschool.de und schau dir die Speedlearning Show Die Liebe zum Lehren an. Gerade wenn du selbst unterrichtest oder anderen etwas beibringst, dann hilft dir das auf jeden Fall. Ansonsten haben wir dort auch noch viele andere informative Techniken, mit denen du dein Wissen erweitern kannst und nachhaltig und vor allem mit viel Spaß lernen kannst. Das war's für heute. Wir hören uns morgen. Bis dahin, gute Zeit und danke fürs Einschalten. Bis dann. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speed Learner.